Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute mache ich eine neue Serie auf. Die behandelt Elektronikprobleme am Fahrzeug. Ich wurde nämlich letzte Woche mal gefragt, hey du, wie sieht's aus? Könntest du mir das genau erklären? Da ging es um das Video, Skoda Fabia geht während der Fahrt aus. Ich habe mir das mal wieder angeschaut, das ist schon ein Weilchen her, und stelle fest, da habe ich das so ein bisschen, vielleicht für jemanden, der Ahnung hat, der versteht das. Aber jemand, der der dann kein Verständnis hat, ja, der das erste Mal an Elektronikprobleme kommt oder mit Elektronik zu tun hat, die kann da gar nichts machen. Und ich werde jetzt anfangen versuchen, vom Low Level aus, ja, also wirklich vom Anfang an, euch alles zu erklären, bis ihr auf das Niveau seid, nicht wie ich, das schafft ihr wahrscheinlich nicht, da müsst ihr euch viel mehr damit beschäftigen, aber dass ihr schafft, einen Fehler einzugrenzen vielleicht in Elektronik und zu lokalisieren, zu prüfen, geht meine Batterie richtig, geht meine Lichtmaschine richtig, geht mein Anlasser richtig, ja, das, so, solche einfachen Sachen, weil in Werkstätten ist die Devise, wenn Symptomatik, dann tauschen, ja, aber die Symptomatik kann mehrere Ursachen haben, aber trotzdem tauschen, ja, und dann ist die Symptomatik immer noch da und dann tauscht man anderes Teil, immer noch das gleiche Problem da, und das ist einfach die falsche Herangehensweise. Gute Werkstätten, die prüfen vorab oder die prüfen das ausgebaute Teil, ob das in Ordnung ist, die tauschen das nicht auf Anhieb, ja, und schlechte Werkstätten machen es halt nicht, ja, ist einfach meine Devise. Und wenn ihr ein, zwei Mal das Problem hatte, dass Sachen getauscht werden und immer noch das Problem da ist, dann seid ihr hier richtig. Ich versuche euch jetzt anhand von Logik, von Schlussfolgerungen und von ein paar Messgeräten zu zeigen, wie ihr einen Fehler eingrenzen könnt oder feststellen könnt, ob etwas in Ordnung ist oder nicht funktioniert. Wir behandeln also heute nur die Batterie. Und jetzt denken viele, ja, Batterie, was ist denn das schon? Das, ja gut, dann tauscht man halt. Ja, kostet halt je nachdem zwischen 60, 80 Euro bis 200 Euro, je nachdem, was ihr für ein Modell habt. Und die Batterie ist ein sehr wichtiges Element in der ganzen Elektrik. Eigentlich fängt es damit an. Ja? Ihr könnt den Motor nicht starten, wenn die Batterie nicht richtig arbeitet. Ihr könnt verschiedene Dinge nicht machen, wenn die Batterie nicht richtig arbeitet. Ihr kriegt Elektronikprobleme, wenn die Batterie nicht richtig arbeitet. Und das sind Sachen, die wichtig sind. Gut, jetzt wird da immer noch einer sagen, ja, ist schon egal. Ich kann euch sagen, dass ich schon ein Auto hatte, gekauft habe, für wenig Geld, weil Elektronikprobleme da waren. Und am Schluss war es ein 50 Cent Elektronikbauteil, ja, eine Sicherung defekt. Und die Werkstätten haben getauscht, Lichtmaschine, Batterie, Kabelbaum, Steuergerät, noch ein anderes, weil man dachte, das Ding, also der Mann hat gute 3000 Euro ausgegeben für die Reparatur, Symptomproblematik immer noch da. Und dann hat er gesagt, scheiß Skoda, ja, liegt am Skoda und hat es verkauft für günstiges Geld, weil das Auto ja irreparabel war. Hat geleuchtet wie ein Tannenbaum. Und keiner wusste, was das Problem war. Und ich kam ans Auto, mach die Motorhaube auf, guck bei der Batterie und wusste sofort, Problem erkannt, 50 Cent Bauteil. Ja, okay. Also, Batterie, fangen wir damit an. Also, wieso fange ich mit der Batterie an? Weil dort auch oft bei mir schon die Fehlerquelle war, auf der Batterie obendrauf. So, hier oben befinden sich die Hauptsicherungen, beim Fabias, bei den Seats auch. Bei den neuen Fabias, ja, es ist eigentlich doof gelöst, weil, ihr seht, das wackelt ständig. Ja, ich muss da nur mit dem Finger dran gehen und das zittert. Das heißt für mich, hier oben erstmal Kontrolle. Wir machen hier den Pin auf, einfach reindrücken, ja, aufmachen. Und hier genauso. So. Da ist eine der Hauptfehlerquellen im Fahrzeug. Ja. Oft ist eins dieser Plättchen verbogen, ja, statt durchgebrannt. Was sind das? Das sind die Hauptsicherungen für ein Fahrzeug, für die Lichtmaschine, für hohe Verbraucher, wie zum Beispiel unten den Hauptpropeller, irgendwelche Servopumpen, was auch immer. Aber, oder Teile auch eurer Elektrik im Innenraum. Ja, die nimmt am wenigsten eigentlich im Vergleich zu den Strom. Und das Problem ist, dass wenn die Sicherungen durchbrennen, dann dafür sind sie gedacht. Aber wenn sie durchbrechen oder anbrechen, dafür sind sie nicht gedacht, dann brennen die durch, haben aber immer wieder durch die Vibration Kontakt. Und das hat zur Folge, dass euer Auto manchmal leuchtet wie ein Tannenbaum, in jedem Steuergerät ist irgendein Fehler gespeichert und dann tauscht man Kabelbäume, sagt der böse Marder was auch immer. Guckt danach, ob die Kabel richtig
gut sind. Also Kabelverbindungen müssen gut sein und das muss festgeschraubt sein. Ja? Das Ding muss, die Teile dürfen nicht locker sein. Nicht mit aller Gewalt nachziehen. Ganz leicht mit den Trägern, für was es gedacht ist, nachziehen die Schrauben. Denn diese Plättchen könnt ihr auch beschädigen. Die sind sehr, sehr empfindlich. Ja? Wenn ihr sobald ihr eins dieser Plättchen leicht verbiegt, müsst ihr es komplett tauschen und die sind so 1-2 Euro den Preis rum. Ja. Ihr seht ja hier, das Ganze, das wackelt ständig und dann bilden sich hier Mikrorisse in diesen Plättchen, weil es halt einfach auf Kunststoff sein muss wegen der Isolierung. Und ich finde einfach, das ist ungünstig gelöst auf diesem Batteriekasten, weil das sich halt ständig bewegt. Ja. Kontrolliert hier, ob das alles fest ist, ja. ob hier irgendwo was locker ist, ja. Und damit haben wir es eigentlich erstmal. Das ist die erste Kontrolle. Es gibt verschiedene Arten von Batterien. Standardmäßig habt ihr eine Säurebatterie drin. Und man kann sagen, eine voll geladene Batterie ist 12,84 Volt. Eine entladene Batterie hat weniger als 12 Volt. Das heißt, wenn eure Batterie nicht bei 12,7 Volt ist ungefähr, dann wisst ihr, sie ist nicht komplett geladen. Und man muss sich überlegen, woher kann es kommen. Schauen wir uns das mal bei denen an. Ich weiß, dass sie nicht geladen ist, weil der hat schon ein Problem. Aber das schauen wir uns gleich an. So, also, wir gehen hier auf Spannungsmessung. Ja, damit könnt ihr Spannung messen. Wichtig ist, dass hier DC steht oder vielleicht hier so. So, wichtig ist, wenn wir auf Spannungsmessung gehen, das ist V, Volt, ja, Gleichstrom, das heißt entweder so ein Hier schaltet er automatisch um, der misst sozusagen und weiß, okay, es ist Gleichstrom. Wichtig ist, dass dieser Strich oder DC dran steht. Manchmal steht DC Volt oder irgendwas in der Richtung. Und wir messen jetzt die Polspannung. Ja, man kann es sehen, gell? Okay, es spielt keine Rolle, ob ihr mit denen hier startet oder andersrum. Kommt aufs Gleiche, wird sich nur das Vorzeichen ändern. Also wenn ihr richtig rum macht, schwarz zu Minus und rot zu Plus, dann kommt hier ein positives Vorzeichen. So. So, gut. Ich habe also jetzt die Pole berührt. Einmal den Pol hier irgendwo, zum Beispiel da an der Schraube. Das ist, sieht man das? Da an der Schraube. Und hier einmal den Pol irgendwo, ja. Wenn ihr das nur ganz leicht hintut, dann wird es schwanken, ja. Seht ihr? Dann schwankt es einfach. Wichtig ist, ein bisschen ankratzen und draufdrücken, dann ist die Spannung stabil. So, wir haben 12,38 Volt. Damit ist die Batterie nicht geladen. Wieso denn? Jetzt werdet ihr irgendeine Ausrede finden und sagen, die Batterie ist kaputt. Nein, das hat gar nichts zu sagen, ob die Batterie kaputt ist. Erstmal wissen wir nur, die Batterie ist nicht geladen. Das kann also zwei Ursachen haben. Einmal habt ihr einen stillen Verbraucher, der ständig euch Energie entzieht. Oder drei sogar. Zweitens, die Lichtmaschine ist defekt. Sie kann nicht genügend Energie bereitstellen, wenn eure Geräte innen an sind und kann die Batterie nicht ausreichend laden. Oder drittens, die Batterie hat nicht genügend, entlädt sich selber über Nacht. Ja, die hat interne Kurzschlüsse und entlädt sich selber über Nacht. Oder viertens, die Batterie kann die Energie nicht aufnehmen. So, das sind sozusagen vier mögliche Ursachen. Von einer Messung. Ja. Das heißt, wir müssen ausschließen, jeder dieser Möglichkeiten ausschließen. Ich weiß aber, dass ich einen stillen Verbrauch habe. Und das kann ich mit dieser Zange sehr einfach feststellen. Zange auf Strommessung, 40 Ampere, Gleichstrom. Und einmal rum, ich mache es vielleicht so rum. Und wir haben... Wichtig, über alle Kabel, die vom Minuspol weggehen. Ja? Also hier geht nichts weg. Ja? Manchmal gehen separat zwei Kabel. Da müsst ihr das messen und das da drüben weil dann und zusammen addieren. Also das heißt, wenn hier vom Minuspol an der Stelle nochmal ein Kabel irgendwie so weggehen würde, dann müsst ihr das Kabel messen, den Wert euch merken und das andere Kabel. So. Und wir sehen, wir haben einen Stromverbrauch von 0,34. Was heißt diese Anzeige? Wir sind in Ampere, also 0 Strom. Wir ziehen ständig 0,34 Ampere. Gestern war es 0,4. Das heißt, wir ziehen durchgehend 0,4 Ampere. Die Batterie hat eine gewisse Energiespeichermenge. Und die wird in Ampere-Stunden gemessen. Das heißt, die Batterie, man kann das anschauen, steht außen immer dran an der Batterie, irgendwo
45 Amperestunden, 60 Amperestunden, also aha. Ja. Und bei mir steht es, glücklicherweise komme ich da gut ran. Ja, manchmal muss man die Batterie ausbauen dafür, aber bei mir steht es dahin, ja, da seht ihr es. 45 Amperestunden ist eine Warta und dann sieht man den Batterietyp. Das brauchen die bei der Entsorgung, dass die wissen, wie sie die Batterie handeln sollen. Okay, also 45 Amperestunden. Was heißt denn jetzt ständig, wenn da so viel Strom, also 0,34, machen wir es einfach 0,4 Ampere wegfließen? Das heißt für mich, dass in einer Stunde 0,4 Amperestunden wegfallen von meiner Batterie. Okay, das ist ja wenig. Naja, aber ein Tag hat 24 Stunden. Machen wir es einfach, dann rechnen wir mal 20. Dann haben wir 8 Ampere Wegfall an Energie an einem Tag. Okay, wir haben aber nur 45 Amperestunden, wenn sie voll geladen ist. Wie viele Tage halten wir es denn aus? Okay, nach 5 Tagen haben wir nur noch 5 Amperestunden. Also 5 mal 8 ist 40 und dementsprechend 45 minus 40, dann haben wir noch 5 Amperestunden an Energie in dieser Batterie. Ja, jetzt ist die Frage, okay, ja, aber dann habe ich ja noch 5, das ist doch gut. Ja, schon, aber im Winter sinkt die Kapazität einer Batterie, wenn da 45 dran steht, hat sie im Winter nur noch bei kalten Temperaturen, zum Beispiel minus 20 Grad, nur noch 70% der Kapazität. Okay, das heißt, wenn eine Batterie 10 Amperestunden hätte, dann hat sie nur noch 7 Amperestunden. Ja? Während wir uns unterhalten also, wird meine Batterie entladen. Das ist normal. Ein gewisser Entladestrom ist da, weil die Steuergeräte brauchen eine gewisse Versorgung und. Also es ist ein gewisser Entladestrom vorhanden, immer, aber nicht so hoch. Man kann sagen, bis 0,1 Ampere ist alles im Rahmen. Alles drüber muss untersucht werden. Wir haben jetzt 0,4, das ist viel zu viel. Also 0,1 Ampere ist im Rahmen. Wenn ihr drüber seid, habt ihr euch vielleicht nachträglich einen Marderschreck einbauen lassen? Eine mögliche Ursache, ständiger Stromverbraucher. Habt ihr vielleicht eine Standheizung, die über Funk arbeitet? Ständiger Verbraucher. Habt ihr vielleicht euch eine Dashcam eingebaut? Ständiger Verbraucher. Habt ihr irgendwas nachgerüsten lassen, eine Soundanlage und die schaltet nicht richtig ab? Ständiger Verbraucher. Also man muss wissen an der Stelle, dass es einfach Verbraucher gibt, die ständig dann vielleicht Energie ziehen, die man sich nachträglich nachrüsten lassen hat oder jemand nachrüsten lassen hat vor euch. Und dementsprechend kann es sein, dass dieser Wert erhöht ist als 0,1 Ampere. Aber man sagt, das ist sozusagen, also man kann sagen, ich kann aus Erfahrung sagen, normalerweise ist 0,05 Ampere sowas in dem Bereich. Nicht, aber nur bis 0,1 Ampere ist es okay. Jetzt zurück zu unserem Problem. Wir ziehen also 0,4 Ampere. Wir wissen also jetzt, wir haben einen stillen Verbraucher. Wir werden das nicht in diesem Video behandeln, aber das ist schon mal eine Fehlerquelle. Wenn eure Batterie also ständig entladen ist, dann heißt es nicht Batterie tauschen, sondern jetzt müsstet ihr auf stille Verbrauchersuche gehen. Die Batterie ist aber deswegen nicht schlecht, noch nicht. Ja? Wenn ihr das mehrere Tage laufen lässt und das Auto springt öfters mal nicht an, dann ist es die Ursache das da. Abhilfe schafft zum einen Batterie abklemmen über Nacht oder wenn ihr gefahren seid, Batterie abklemmen, den Minuspol. Man muss es aber immer wieder anschrauben und das sorgt dafür, dass ihr das Kabel sehr benutzt. Dafür ist es nicht ausgelegt. Das kann man eine gewisse Zeit machen, um sich zu retten, um Fehlersuche vielleicht zu begehen bis zum Wochenende, aber man kann das jetzt nicht auf Dauer machen. Aber das wäre eine Möglichkeit, abstecken, anstecken. So, wir machen jetzt weiter, wir suchen jetzt weiter nach Fehlern und jetzt kommt die interessantere Test. Funktioniert meine Batterie, stellt sie genügend Energie bereit? Wir wissen, dass sie jetzt ein gewissen Maß an Energie bereitstellt. Wir haben ja vorher die Spannung gemessen. Die Spannung lag ja bei 12,4 Volt und jetzt messen wir unter Last. Wie machen wir das? Wir machen mal das Licht an im Auto, gehen auf Vorzündung und machen das Licht an. Dazu benutze ich aber mein zweites Messgerät zu Anschauungszwecken. Es ist einfach für euch besser, dann etwas zu sehen und dadurch kann ich euch auch einfach mehr zeigen. Ja? So, das heißt, ich lege jetzt das zweite Messgerät einfach hier hin. So, ja. Jetzt muss ich mal schon gucken.
So, und ich messe wie vorher auch die Polspannung. Jetzt müssen wir schon gucken. Schwarz, 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 schwarz kommt zu Minus und das kommt zu Plus. So. So. Ich habe hier so Krokodilklemmen, ja, also dementsprechend nicht erschrecken. Gut, wir haben also 12,45 Volt. Die Spannung ist etwas angestiegen, ist ja auch egal. Das soll uns jetzt erstmal nicht jucken. Also, das Messgerät ist auch genauer. Spielt ja keine Rolle. Wichtig ist, dass wir beobachten den Stromfluss hier. Ja, wir haben so, so, ja, dann blendet es nicht. So, also 0,45 Ampere haben wir jetzt. Jetzt, und das Auto ist abgeschlossen und hier an der Stelle haben wir 12,45. Ganz wichtig, ich hatte das vergessen beim stillen Verbraucher zu erwähnen, das Auto muss geschlossen sein und du musst 2-3 Minuten warten. Wenn die Steuergeräte fahren zum Teil erst nach einer gewissen Zeit herunter, wenn ihr zum Beispiel telefoniert habt oder so, Bluetooth-Verbindung oder so, die fahren erst nach einer gewissen Zeit herunter, weil sie denken, okay, ich habe ja noch eine Verbindung oder was auch immer. Deswegen da 2-3 Minuten warten, wenn der Strom immer noch so hoch ist, dann habt ihr wirklich einen stillen Verbraucher. Aber wir machen jetzt den Motor mal an. Was wird passieren? Dieser Wert wird abfallen. Ja, wir kriegen hier einen kleineren Wert, Spannungswert, und dieser Wert wird sich erhöhen. So, und dann ist es wichtig, dass dieser Wert konstant bleibt und der Wert auch konstant bleibt. Deswegen machen wir es am Licht, ja, nicht an irgendeinem Motor oder was auch immer, sondern dass wir einfach einen konstant Verbraucher haben. Das Licht, sobald es an ist, ist es einfach ein Widerstand, der erzeugt zwar Licht, aber dementsprechend haben wir einen konstant Verbraucher an. Ja, an der Stelle mache ich einen Cut. Das heißt, es geht in Teil 2 weiter. Ich habe gemerkt, der Videoteil wird doch ein bisschen länger und ich mache einfach im nächsten Teil weiter. Meinen Channel, den anderen Channel, da geht es um Elektronik. Hier oben ein Video aus meinem Bereich und hier die Fortsetzung.